So, wir sind wieder hier bei The Expanse. Ich glaube Folge 4 von Episode 4. Haben letzte Folge hier erfolgreich diese Tür geschafft nach der motivierenden Rede von der Zombie-Maya. Das war herzzerreißend bewegend. Und jetzt schauen wir hier, da ist das Antennenarray. Das schauen wir uns mal ganz genau an und werden das in Gang bringen, damit wir Hilfe rufen können. Damit irgendjemand kommt, um uns zu retten. Hoffentlich nicht Arlen und Rain, die haben versucht, uns umzubringen und haben letztlich auch Maya umgebracht. Aber vielleicht können wir uns bei denen auch rächen. Wer weiß. Tensho. This is an emergency distress call. I am stranded and near death. Send help immediately. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Hilfe kommt. Don't let me die. Und senden, komm. Message. Gesendet. Tensho. This is an emergency distress call. I am stranded and near death. Send help immediately. Please. Don't let me die. Tensho. This is an emergency distress call. I am stranded and near death. Send help immediately. Please, don't let me die. So. Da drei draußen im All. Alle möglichen Luftgefährte unterwegs. Wir kommen hier durch die Luftschleuse, durchs Gitter. Sehr gut. Warten verzweifelt auf Hilfe für Drummer. Tja. Schauen wir mal, wa? Wer ist denn das? Achso, Maya. You. I will make your sacrifice matter. Go
Was für ein wunderschöner, bewegender Moment. Aber jetzt hoffen wir auch Rettung für Drummer. Wird sie in letzter Sekunde noch kommen, die Rettung für uns? Was denkt ihr? Ich glaube schon, sonst wäre es ja vorbei. Eine eingehende Nachricht. Komm in, Drummer. Komm, antworte jetzt auch. We received your distress call. What is your location? Oh nein. Captain Drummer, if you are still there, we need your location. I'm here. Airlock. Licht! Rettung ist nah! Komm, schnell! Alter, was ist das denn für ein Schiff? Alter, wer ist er denn? Oha, 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 oha. Oha, 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 oha. Piraten, oder? Den Sauerstoff. Besser den Sauerstoff von Piraten atmen als gar nicht atmen, ne? Denke ich mal. Aua. Ah. Ey, sag mal. Tja. You look like Falota. You look like a clogged up recycler filter. Better gather your wits. Matna will want to speak with you soon. Wer ist denn Thor? Und wer ist Matna? Ich alles nicht. Ich würde aber auch sagen, liebe Freundinnen und Freunde, das reicht dann jetzt auch für diese Folge. Wir haben Drummer zwar gerettet, sind aber in den Fängen von irgendwelchen Thors und Matnas und so. Wir werden herausfinden, wer das ist. Wir werden das Ganze hier uns, ja, das Gefängnis werden wir uns nächste Folge gemeinsam anschauen. Autogeschütz, Sicherheitskamera, Blutfleck, nicht gut im Gefängnis. Da hinten sitzt eine Person, mit der werden wir, denke ich, auch sprechen. Aber wie gesagt, das alles erst in der kommenden Folge. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo da, ein Like da. Ne, ein Like ist gleich wieder Daumen nach oben. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.